Der Audi Q5 Hybrid Quattro ist der Wegbereiter elektrischer Mobilität bei Audi. Als Vollhybrid kombiniert er den mehrfach ausgezeichneten 2.0 TFSI-Antrieb mit einem 33 Kilowatt starken Elektromotor, der von einer leistungsstarken Lithium-Ionen-Batterie gespeist wird. Die progressive Hybridtechnologie wird für den Kunden auch visuell erlebbar, durch das neue Kombi-Instrument mit Powermeter. Die Anzeige steht auf Ready, das heißt, die Zündung ist an, der Hybrid-SUV ist in fahrbereitem Zustand. Die Ladestandanzeige der Batterie ist vergleichbar mit einer Tankanzeige. Der Fahrer erhält hiermit eine Information über die Verfügbarkeit der Batteriekapazität. Der Bordcomputer visualisiert zusätzlich die Fahrzustände und Energieflüsse des Hybridsystems, welche auch im großen Display der MMI Navigation Plus animiert wiedergegeben werden. Ergänzt mit einer Statistikanzeige für Durchschnittsverbrauch und rückgewonnener Energie. Der Audi Q5 Hybrid Quattro als Vollhybrid ist in der Lage, bis zu 3 Kilometer bei konstant 60 Kilometer pro Stunde rein elektrisch zu fahren. Die möglichen Grenzen des elektrischen Fahrens werden mit Hilfe des Powermeters im Bereich Efficiency visualisiert. An der kommenden Kreuzung steht die Ampel auf Rot. Der SUV rollt aus und das System rekuperiert. Die zurückgewonnene Bewegungsenergie lädt die Batterie wieder auf. Bei stärkerer Beschleunigung schaltet sich der Verbrennungsmotor zu. Der SUV fährt mit Hybridantrieb, das heißt im optimalen Zusammenspiel seiner beiden Antriebe. Beim Abbremsen an der nächsten Kreuzung wird die Bremsenergie wieder rekuperiert. Im Stand schaltet die Start-Stopp-Funktion den Verbrennungsmotor ab. So werden zusätzlich Energie und Kraftstoff gespart. Im wählbaren EV-Modus bietet der SUV ein gesteigertes elektrisches Fahrerlebnis bei einer Geschwindigkeit bis zu 100 km pro Stunde. Die Boost-Funktion ist besonders eindrucksvoll bei Beschleunigungs- und Überholvorgängen. Hierbei wirkt der Elektromotor zusätzlich zum Verbrennungsmotor als Kraftverstärker. Fahren bei höheren Geschwindigkeiten, etwa auf Landstraßen, erfolgt im optimalen Zusammenspiel beider Antriebe. Eine hochintelligente Steuerung legt hierbei situationsbedingt die optimale Betriebsstrategie fest und lässt das Fahrzeug im jeweils effizientesten Betriebszustand fahren, rekuperieren oder segeln. Das Einreihen in den Autobahnverkehr erfordert zügige Beschleunigung. Hier zeigt der Boost-Betrieb wieder die spürbare Performance des Audi Q5 Hybrid Quattro. Für zusätzliche Reserven entfaltet der S-Modus das volle Leistungspotenzial des Hybridsystems durch maximale Boost-Funktion. Hier kann der Hybridantrieb seine beeindruckende Systemleistung von 180 Kilowatt und ein Drehmoment von 480 Newtonmeter voll ausspielen. Ist die Autobahnausfahrt erreicht, wechseln wir in den Schub- und Bremsbetrieb. Der Verbrennungsmotor schaltet ab, der Elektromotor fungiert als Generator, indem er wieder die Bewegungsenergie rekuperiert und als elektrische Energie in die Batterie einspeist. Bei einer kurvigen Strecke, die abwechselndes Beschleunigen und Verzögern erforderlich macht, spielt der progressive Hybridantrieb des SUV seine Stärken, je nach Erfordernis, durch elektrisches Fahren, Rekuperieren und Fahren mit Hybridantrieb aus. Rein elektrisches Fahren im wählbaren EV-Modus ist nicht allein auf innerörtliches Fahren beschränkt. Der Audi Q5 Hybrid Quattro kann als Vollhybrid mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 km pro Stunde rein elektrisch fahren. Sie fahren hierbei emissionsfrei und dabei fast lautlos. Erleben Sie, wie elektrisierend Stille sein kann.